Hey, euer Dog ist wieder am Start mit einer neuen Folge und eine Frage. Wusstet ihr, dass es eine offiziell lizenzierte Maus und Pad für eure PlayStation 4 und PlayStation 3 gibt? Nein, ich auch nicht. An dieser Stelle Grüße an die Zuschauer. Sorry, die Namen habe ich nicht mehr im Kopf, sondern zwei, drei Stück, die mich darauf hingewiesen haben. Und ich habe hier ein cooles Ding. Wir haben heute die Frag FX Shark. Und schaut mal her auf die Verpackung. Ihr seht, das Ganze läuft auf der PlayStation 4, auf der PlayStation 3 und von Splitfish Gameware wird das Ganze, ja, verkauft. Es ist ein Shark Wireless Controller und eine Maus. Und zudem stelle ich euch auch noch die Frag Eye. Das bedeutet, wir haben hier AI Brille vor und ein passendes Mauspad. Wir packen heute das Ganze aus und ich habe lange gedacht, mache ich gleich einen Test oder nicht oder wie auch immer. Sehen wir dann gleich, ob ich dann gleich einen Test mache oder ob eine neue Folge rauskommt. Bleibt also gespannt. So, fangen wir mal mit der Brille an. So. Zuerst zur Brille. Es ist eine Brille, die sozusagen für Gamer entwickelt wurde, um halt einfach besser spielen zu können. Wir haben hier ein Täschchen. Und die Brille. Für Fragen fragen Sie Ihren Doc oder seine Krankenschwester. Und in diesem Sinne fragen wir mal Alexa, für was ist eigentlich diese Gamerbrille? Die Gaming Glasses verbessert den Kontrast. Man ermüdet weniger. Man kann länger und angenehmer spielen und es soll mehr Spaß machen. Die Brille ist aber nur für Innenräume und Bildschirme gedacht, nicht für den Sport oder zum Autofahren. Interessant. Sehen wir mal. Es ist auf jeden Fall gelb, sehr, sehr gelblicher Touch. Also es schaut nicht nur so aus, denn ihr seht auch alles ein bisschen gelblicher. Cool. Kann man ja später mal beim Zocken probieren, ob es so ist, wie es ist. So. Hier ist das Gummistück. Die Frag FX wurde explizit für die PlayStation entwickelt. Und richtet sich an alle PC-Gamer, die unbedingt auch mal an der Konsole spielen möchten, die aber mit dem Controller halt einfach nicht klarkommen. So, was wird geliefert? Einmal die Gebrauchsanleitung, dann eine Transporttasche, dann das ist ein Frag-Jack. Das ist sozusagen für die linke Hand und wir schauen uns gleich die Tasten an. Und natürlich auf der anderen Seite die Maus. Die Maus. Und hier haben wir einen Wireless Adapter. Der lässt sich schalten, einmal PS3, einmal PS4, zack, rein und ab geht die Post. Was ist das Besondere an diesem Gerät? Das Schöne ist, ich habe mit dem Unternehmen kommuniziert und die haben mir gesagt, die haben die aller möglichen Tests vorgenommen, vor allem was die Latenz angeht. Und obwohl das Ganze ohne Kabel betrieben wird, haben wir einen riesengroßen Vorteil, nämlich es reizt die komplette Latenzfähigkeit aus, die halt einfach ausreizbar ist. Das würde sogar noch mehr an, ja, Latenz ausreizen, aber geht nicht. Die PlayStation stürzt ab. Also die haben wirklich das Maximum rausgeholt und so schaut es letztendlich aus. Schenken wir mal der Maus die volle Aufmerksamkeit. Sie liegt ganz entspannt
in der Hand. Wir haben hier Platz für unsere zwei Finger. Dann haben wir hier nochmal ganz normal die zwei Maustasten, ein Mausrad, dann nochmal Share and Select Knopf und hier haben wir Dreieck, Kreis, Viereck und X. Das Ganze wird betrieben mit Batterien und wir haben den Einschalt- und Ausschaltknopf. Das ist sozusagen ja, eine Maus. Hier haben wir den Frag Chuck und wir haben hier einmal den Stick. Wir haben die Möglichkeit zwischen Rapid Fire, Stick Swap, Macro, Button Mapping. Das alles ist möglich bis hin zu der Taste Option und Start. Hier die PlayStation Taste und hier unser Stick. Hier oben haben wir dann auch nochmal F1, 2 Tasten und ganz wichtig, hier haben wir dann die Möglichkeit, die Dead Zone zu programmieren, bedeutet hier die Sensitivität unseres Thumbsticks. Einschaltknopf, Ausschaltknopf und auf der Rückseite haben wir auch hier wieder Platz für eine Batterie. Kurz zusammengefasst, wir können theoretisch bis ins letzte Detail alles so programmieren, wie wir das möchten. Wir haben selbst sogar hier Tasten, um die DPI der Maus rasant umschalten zu können. Und dann gibt es halt natürlich Mauspads. Ihr könnt natürlich auch alles benutzen. Ich habe mir gedacht, wir gucken gleich das an. Das ist unser Mauspad. Angenehmer. Eine Stoffbeschichtung haben wir hier. So, lässt sich spielen. Das Schöne ist, nicht nur für Ego-Shooter wie COD oder Battlefield oder sonstige Games, die man halt damit spielen kann, nein, auch GTA lässt sich damit sehr angenehm spielen. Prince of Persia, was gibt es denn noch so? Tomb Raider. Letztendlich aber auch Diablo. Also lässt sich komplett nutzen. Aber ich bin sehr gespannt, ob es nicht nur uns viel verspricht, sondern auch, wie viel es einhält. Lasst uns das Ganze mal testen. So, ich bin jetzt in Far Cry Primal mal drin. Ist gerade das einzigste Game im Studio, was da ist. Letztens mal alle Games mitgenommen. Nichtsdestotrotz testen wir es mal heute. Ich habe die Brille an und ganz ehrlich, es ist wirklich... Ich sag nichts... Es ist wirklich viel besser. Also was ist besser? Ich kann die Schrift besser lesen. Anscheinend ist es diese gelbe Farbe. Macht anscheinend echt was aus. Naja gut. Interessant. Also für die es gerne haben wollen würden, Link in der Beschreibung. Angemacht und sofort wird alles perfekt erkannt. Mein Profil ausgewählt. Ne, warte mal. Ne, mit X. Hey, funktioniert. Nein, ich bin drin. Und das funktioniert ohne Schwierigkeiten, ohne Wenn und Aber. Sehr cool.
Also ihr braucht die Brille nicht. Ihr könnt auch ohne Brille spielen. Aber es spielt sich sehr angenehm. Ich weiß auch, wo ich damals eine normale, stinknormale Maustastatur angeschlossen habe. Ich habe Schwierigkeiten gehabt. Das wird sofort erkannt, akzeptiert, ohne Probleme. Finde ich cool. Lässt sich echt angenehm spielen, muss ich echt sagen. Trophäe erhalten hier. Lässt sich echt angenehm spielen. Die Tasten werden ohne Probleme erkannt. Dreiecke drückt, zack. Okay. Ich muss sagen, zu diesem Frag-Chuck, auf jeden Fall eine coole, coole Geschichte. Für mich persönlich, die einfachste Möglichkeit, Maus und Tastatur eher nicht, aber die neue Möglichkeit zu benutzen, so einen halben Controller. Also man hat wirklich hier das Steuerkreuz, das kann man benutzen, dann kann man mit ein paar Tastenkombinationen sagen, okay, wir stellen die Makros ein ins Tixpad, man muss sich halt ein bisschen reinarbeiten, reinlesen, den Thumbstick kann man ganz normal benutzen, hier alles anfassen. Es ist auf jeden Fall angenehm. Ich vermisse jetzt die eine oder andere Taste, weil halt einfach die Gewohnheit zum Controller da ist, wo man einfach die R2, L2 vermisst. Aber ich vermute, dass einfach mit ein bisschen Übung man reinkommt. Das war jetzt mein erster Eindruck und ich bin echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es einfach reinstecken und loslegen und die Maus funktioniert auch natürlich hier. Perfekt, super. Ganz anderes Gefühl, ganz anders da. Aber es funktioniert, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde es aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, momentan die beste Möglichkeit, um für einen PC-Spieler auf die Konsole umzusteigen oder halt zu spielen, weil man hat seine gewohnte Maus. Die ist echt angenehm. Klar gibt es die XymFor. Natürlich gibt es jetzt Menschen, die sich da übelst auskennen, die ein halbes Studium absolviert haben und die XymFor komplett bis ins letzte Detail so konfigurieren können, dass wir da keinen Wackler haben und nichts. Okay, gibt's. Aber für die, die sagen, ich möchte nicht mehrere Hunderte von Euro ausgeben, die XYM studieren und komplett alles einzurichten, für die ist das auf jeden Fall eine Alternative. Und ich finde die Alternative echt cool und angenehm. Gefällt mir. Und ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Spiel damit spielen. Und auch, wenn es die Zeit erlaubt, ich habe da noch ein paar Sachen geplant, in den nächsten Wochen auf dem Gamer-Syndrom-Kanal live zu streamen. Und das spricht nichts dagegen, dass ich das auch probiere und zu teste. Und dann könnt ihr da auch noch zusätzlich sehen, wie spielt man damit. Also ich finde das definitiv eine coole Alternative zum Controller. Schreibt mir eure Meinung. Was ihr davon haltet, wie ihr es seht, interessiert mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc. Und da du noch da bist, zeig mir bitte mit einem Daumen nach unten oder nach oben, ob dir das Video gefallen hat. Ansonsten ist dein Doc auf Instagram, auf Facebook unterwegs, Twitter auch und Bilder, Hintergrundinfos, Livestreams, möglich Livestreams auf Instagram. Da kann man immer wieder kommunizieren, Fragen stellen. Man kann sich mit mir vernetzen auf der PlayStation Group, also auf der PlayStation, in der PlayStation Gruppe Dr. Unbox King. Einfach mal suchen, Freundschaftsanfrage kann man auch schicken. Und ansonsten, Gamers und Channel habe ich schon erwähnt, habe ich schon verlinkt. Schau da mal vorbei für Livestreams. Ansonsten sehen wir uns, du und ich, uns in der nächsten Folge. Dein Doc. Ciao. Das ist ein sehr interessantes Gerät für eure Gen.